Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder einen Tag für euch, denn ich wurde getaggt von der lieben Ladies Passion. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox und ja, die Tag-Fragen auch. Und zwar handelt es sich hier um den Winter-Tag und für mich war klar, dass ich da sofort mitmache, weil ich den Winter total liebe. Und ja, dann fangen wir auch mal an. Viel Spaß dabei! Lebkuchen oder Spekulatius? Ich selber stehe ja total auf Spekulatius, Lebkuchen mag ich leider überhaupt nicht. Was ist dein absoluter Lieblingswinterlook? Also für mich stelle ich mir das so vor, so ein etwas längerer Pulli, total warm. Dann eine Leggings darunter, wobei ich persönlich für eine Leggings, also ich finde Leggings zu kalt im Winter, aber so eine schwarze Hose halt, wie ich sie auch meistens trage im Winter. Dann schöne Ugg-Boots, aber so richtig schöne, nicht solche, wo man so läuft oder so läuft, sondern schöne Ugg-Boots. Eine Mütze auf, die nach hinten etwas so rüberschweift, so. Also sie so ein bisschen hinten hängt. Dann schöne Locken, irgendwas Glänzendes am Make-up, also ein glitzerndes Make-up. Einen schönen, kuscheligen, warmen Schal, den man mehrmals um den Hals bindet. Eine schöne Kette, die unten raushängt. Eine Winterjacke drüber. So, dass der Pullover nicht so einsam wirkt, aber so ein farblich dazu passender. Dann schönen goldenen Schmuck. Also für mich ist der Winter irgendwie was, wo goldener Schmuck am besten passt. Silber, finde ich, passt da nicht so, meiner Meinung nach irgendwie. Es ergänzt sich nicht so mit dem Schnee. Ja, und das wäre eigentlich auch schon der perfekte Winterlook für mich. Also Weihnachten, was ist dein allergrößter Wunsch? Ich denke, hier geht es ja wirklich so um Geschenke, die man so verpacken kann und nicht so wie Weltfrieden und sonst sowas. Und deswegen wünsche ich, also ich wünsche mir dieses Jahr zu Weihnachten einen Kosmetiktisch, diesen Kosmetiktisch, den es da in Ikea gibt, mit demselben Spiegel, den die da auch ausgestellt haben, nur anderen Lampen. Und ich denke, dann werden auch so mehr Get Ready With Me's und sowas kommen, wenn ich den dann habe, weil das im Moment sehr kompliziert ist mit dem Film, wo ich meine Kamera hinstelle und danach wird das dann ja gehen, weil der ein bisschen hervorsteht. Und ja, den wünsche ich mir dieses Jahr zu Weihnachten. Ansonsten habe ich im Moment alles, was ich brauche. Viertens, backst du gerne Plätzchen? Oh ja, ich liebe es, Plätzchen zu backen. Also im Winter stehe ich fast andauernd nur in der Küche, um entweder Kuchen oder Plätzchen zu backen. Ja, sonst backe ich eigentlich nichts mehr. Aber ja, ich liebe es total, Plätzchen zu backen. Am liebsten mag ich es einfach, die zu dekorieren so, weil man kann sich aussuchen, entweder man macht Schwarz-Weiß-Gebäck und dann mache ich da immer so schöne Formen mit dem Schwarzen und Weißen. Also ich versuche da zum Beispiel Tannenbäume reinzuschlitzen und außenrum halt das Weiße zu machen oder Herzen und sonst sowas. Also das versuche ich immer schön selber zu machen. Oder auch normale Plätzchen kann man dann schön mit Streuseln und verschiedenfarbigen Güssen dekorieren und alles. Und das Dekorieren macht mir am meisten Spaß, deswegen liebe ich es, Plätzchen zu backen. Fünftens, freust du dich auf den ersten richtigen Schnee? Ja, ich freue mich da schon drauf, aber nur wenn es wirklich so richtiger Schnee ist, der richtig fest ist, den man in die Hand nehmen kann und eine Schneekugel rausformen kann. Und ich hasse das, dass es in Deutschland immer am Anfang so ein Schneematsch ist. So ein Mix aus Regen und Schnee oder halt so komischer Schnee, wo man sich richtig freut und dann nimmt man ihn in die Hand und er schmilzt direkt. So einen Schnee hasse ich und ich will da noch gar nicht rausgehen, weil es mich einfach nur richtig frustriert, weil ich mich freue auf Schnee und dann ist da nur so ein Matsch. Aber so auf den richtigen, richtigen Schnee, auf den freue ich mich. Ich liebe es dann da durchzulaufen, schön warm eingepackt und dann macht es die ganze Zeit diese Geräusche. Oh, ich liebe das. Also ja, ich freue mich aber nur auf den richtigen Schnee. Wie ist deine Einstellung zu Winterduftkerzen? Magst du sie? Ja, ich liebe Kerzen persönlich total. Bei mir brennt auch eigentlich jeden Abend eine Kerze, also eigentlich meistens drei. Ich weiß nicht, ob ihr die da hinten jetzt seht oder nicht. Aber ich habe immer drei Stück von Ikea da stehen. Eine ist dabei immer dabei, das ist diese Vanille, diese große. Wäre gut, wenn ich die jetzt hier hinhole, oder? Aber die sind eh leer im Moment, also seht ihr die da nicht. Und normalerweise stehen da noch so zwei Rosane dabei. Das ist der Duft von Rosen. Aber ich wollte mal was Neues probieren und habe solche roten genommen. Ich finde das rosa eine schöne, aber naja. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir die Juwelkerze bestelle, wobei ich das finde, dass 16 bzw. 25 Euro für eine Kerze doch recht teuer ist. Und deswegen, ich weiß es noch nicht, ich muss mich dann noch überwinden, so viel Geld für eine Kerze auszugeben. Aber generell liebe ich Kerzen total und tobe mich bei Ikea dann meistens total aus in dieser Kerzenrubrik und
jeden Abend brennen bei mir Kerzen. Also das ist ein totales Must beim Winter. Ja. Siebtens. Was war dein schrecklichstes Weihnachtsgeschenk? Da muss ich jetzt echt überlegen, weil ehrlich gesagt, so doof wie das jetzt klingt, ich finde gar kein Geschenk doof. Selbst wenn man mir Socken schenken würde, ich würde mich da total drüber freuen, weil es für mich wirklich, das meine ich jetzt ganz ehrlich, zu Weihnachten überhaupt nicht um Geschenke geht. Ich liebe es mehr, anderen Leuten was zu schenken zu Weihnachten und die Gesichter zu sehen, wie sie sich freuen, als das, was ich bekomme. Das ist für mich so das größte Geschenk an Weihnachten. Deswegen gibt es für mich auch gar kein schreckliches Geschenk. Ich freue mich über jede Kleinigkeit. Zum Geburtstag, da müssen es immer tolle Geschenke sein, gebe ich zu. Da achte ich auch schon auf die Geschenke. Aber zu Weihnachten geht es mir da wirklich überhaupt nicht darum. Da beschenke ich lieber die anderen. Und da ich ja kurz vor Weihnachten Geburtstag habe, einen Monat davor, kann ich dann auch meistens so ein bisschen was Größeres kaufen und... Ja, man merkt schon, dass auch wenn man es eigentlich immer anders sagt, dass das auch besser ankommt. So. Und das ist für mich das Schönste, die anderen Leuten so Sachen zu schenken. Und deswegen ist es mir relativ egal, was ich bekomme. Und dann gibt es auch kein schreckliches oder besonders tolles Geschenk. Achtens, magst du den Winter? Ja, ich bin das totale Winterkind. Im Gegensatz zu den meisten Leuten, weil ich ja so, wenn ich die Tags alle angucke, ungefähr 80-90% sind Sommertypen. Ich bin das genaue Gegenteil. Ich hasse den Sommer. Also hassen jetzt nicht, der gehört schon rein. Aber er kann ruhig so kurz bleiben, wie er ist. Und ich liebe den Winter. Ich bin das totale Winterkind. Ich liebe das, mich so warm einzupacken und durch den Schnee zu laufen, wie gerade schon erwähnt. Und deswegen, ja, ich mag den Winter nicht nur, ich liebe ihn. Und wie verläuft bei dir Silvester? Silvester feiere ich bisher, also dieses Jahr habe ich vielleicht vor, mit Freunden zu feiern, das weiß ich aber noch nicht genau, wie das wird. Bisher habe ich es immer mit meinen Eltern gefeiert und da wir russischer Herkunft sind, verläuft das mit uns meistens mit ziemlich viel Alkohol und mit ziemlich viel Essen. Und dann sitzt man einfach um einen riesen Tisch, wo wirklich so viel Essen ist, dass es für die nächsten paar Jahre reichen würde. Und so viel Alkohol, dass es auch für die nächsten paar Jahre reichen würde. Und dann sitzt man da und isst und unterhaltet sich und ja, tanzt ein bisschen. Also was heißt ein bisschen? Also der tanzt, der isst und der trinkt. Ja, und um 12, also kurz vor 12, holen wir dann den Sekt. Beziehungsweise es gibt die ganze Zeit eigentlich Sekt, aber meistens wird dann eine relativ teure Flasche Sekt aufgemacht. Und ja, dann stoßen wir halt alle normal an und dann gehen wir raus, schießen die Bälle ab, wobei ich sagen muss, ich habe Angst davor. Also ich habe richtig Angst vor Feuerwerk, ich habe sogar schon Angst vor Wunderkerzen, die halte ich schon immer so ganz weit weg von mir. Ich weiß nicht, ich habe generell Angst vor Feuer. Ja, aber dann traue ich mich manchmal schon solche Knallteile, die man dann anmacht, wie so China-Bälle oder sowas. Manchmal traue ich mich dann schon, die anzuzünden und dann bin ich mega stolz auf mich. Ja, aber so verläuft bei uns Silvester. Und am nächsten, also dann feiern wir noch weiter, essen, trinken, wie gesagt, ne? Und ja, dann am nächsten Tag treffen wir uns alle wieder und essen dann halt noch das Essen zu Ende, was vom Vortag übergeblieben ist. Und dann gibt es ganz viel Kuchen und Nachtisch generell. Also, dass man dann süß ins neue Jahr startet, sozusagen mit wirklich kalorienreichen Kuchen. Aber muss man sich ja auch mal gönnen. Und so verläuft bei uns Silvester, es ist halt einfach wirklich nur Essen und Trinken. Ne? Also. Die 10. und die letzte Frage. Wird bei euch aufs neue Jahr mit Sekt angestoßen? Wie gerade schon beantwortet, ja, wird es. So, das war's jetzt auch mit dem Wintertag. Ich hoffe, er hat euch gefallen und... Ich hoffe, euch hat er auch ein bisschen Spaß gemacht. Und schreibt mir doch mal bitte so eure gröbsten Antworten in die Kommentarbox. Ich würde mich sehr freuen darüber, vor allem zu erfahren, wie bei euch Silvester denn so abläuft, weil das interessiert mich doch schon sehr, wie das in so in anderen Familien oder Kulturen abläuft. Deswegen, also es wäre echt cool, wenn ihr das mal unten in die Kommentare schreibt, wie bei euch Silvester verläuft. Aber natürlich könnt ihr auch die anderen Fragen gerne beantworten und über Video antworten. Würde ich mich auch sehr freuen. Wen ich tagge, werde ich wie gewohnt bei meinen Tags gleich ablaufen lassen, weil ich mir das mal wieder nicht überlegt habe vorher. Und ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!
Mm-hmm.